meine Lieben, ich bin's mal wieder. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's super. Ich fliege nämlich morgen in den Urlaub, endlich. Und genau, was macht man, bevor man in den Urlaub fliegt? Man packt seinen Koffer. Das dauert erfahrungsgemäß bei Frauen und Mädchen etwas länger. Ich habe das gestern gemacht, habe sage und schreibe 2 Stunden gebraucht und habe diese Gelegenheit genutzt, um mal meine Klamotten durchzuzählen. Ich wollte mal wissen, wie viele Kleidungsstücke besitze ich eigentlich. Denn seit ich mich mit dem Thema Ökomode beschäftige, frage ich mich natürlich oft, sollte man oder braucht man eigentlich so viele Sachen oder sollte man vielleicht mal mehr auf Qualität setzen, also vielleicht ein paar Euro mehr für ein Kleidungsstück ausgeben, dafür aber wissen, wo die Sachen produziert wurden und wer sie produziert hat. Das frage ich mich einfach, denn seit ich mich damit beschäftige, stelle ich natürlich fest, dass die Sachen schon teurer sind. Also man kriegt jetzt nicht für 5 Euro ein T-Shirt, was nachhaltig produziert wurde. Und da ist natürlich die Frage, ob man dann lieber ein paar Euro mehr ausgibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte einfach mal den Selbsttest wagen und habe meine Klamotten durchgezählt und habe begonnen mit den Sachen, die ich in meinem Koffer habe. Ich zeige euch jetzt einfach mal meinen Koffer. Das ist das gute Stück. Wie gesagt, es hat 2 Stunden gedauert, bis ich ihn so voll hatte. Ich hoffe, ich kriege ihn noch zu. Es befinden sich in diesem Koffer sage und schreibe 79 Kleidungsstücke, Schuhe und Unterwäsche nicht mitgerechnet. Ich bin 2 Wochen unterwegs. Man kann also sich ausrechnen, dass ich nicht alles anziehen werde, was sich da drin befindet. Aber man weiß ja nie, was man anziehen will. Und man will sich Kombinationsmöglichkeiten offen halten. Und vielleicht schwingt das Wetter um oder wie auch immer. Ne? Man weiß ja nicht, was so passiert. Deswegen 79 Teile. Und ich habe mich schon von ein paar Sachen getrennt, die ich eigentlich mitnehmen wollte. Die befinden sich in diesem Kleiderschrank hier. Das ist mein Teil des Kleiderschranks. Der sieht normalerweise etwas aufgeräumter aus. Und auch nicht so trist, die bunten Sachen befinden sich alle in meinem Koffer. Genau, die Sachen habe ich auch schon alle durchgezählt. Und zwar kam ich dabei auf 102 Teile. Also 102 plus 79 plus ein paar Sachen, die ich auch noch in der Wäsche habe. Sagen wir mal, Pi mal Daumen, sind wir so bei 200, 210 Kleidungsstücken, die ich habe. Puh, ganz schön viel, finde ich. Aber wie viel habt ihr denn? Also ich weiß gar nicht, vielleicht liege ich im Durchschnitt doch weiter unten oder ganz weit oben. Keine Ahnung, das würde ich gerne mal wissen. Zählt doch einfach mal bei einer Gelegenheit euren Kleiderschrank durch, eure Klamotten und schreibt mir, wie viele Sachen ihr besitzt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Wir sehen uns nach meinem Urlaub wieder. Ich freue mich bis dahin. Ciao.